Da ist er. Hey, Reini, wie geht's? Ja, ich dachte, wir nehmen den schon auf. Ach so, ich dachte, wir fangen gleich an. Ja, warte, wir machen. So, was machst denn du schon wieder? Ja, liebe Zuschauer, ihr seid... Radio ist schon was anderes, ne? Achso, hast du jetzt reingesprochen? Also, was macht dich als Radiomoderator aus? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Radioamt. Ich würde sagen, dass ich das gar nicht so beurteilen kann, sondern dass das nur Leute beurteilen können, die meine Sendung hören. Welches Format? Was spielst du eigentlich hier? Was? Meine Studiogäste bringen ihre Musik selber mit. Die Musik wird dann gespielt und die Musik, die ich persönlich mag. Das ist also eine Mischung aus der Musik, die ich mag und die Musik, die die Gäste mögen. Nur mit Gummi. Spaß. Ja, Spaß. Frage, soll ich jetzt so tun, als wäre ich total Medien? Warte mal, du bist jetzt der Radiostar, das wissen wir doch. So, willst du noch... Also, wir sind hier in der Küche von Radio Blau. Ja, hier kann man auch ein bisschen was zu essen machen und abspülen da hinten. Das habe ich heute alles schon abgespült. Ich habe es abgespült, ja, auch Männer können abwaschen. Weiter geht's. Hände waschen, ja... Kacken hier, spülen. Das ist also hier das Wartezimmer von Radio Blau. Das heißt im Warteraum. Hier gibt es eine grüne Couch. Wir können mal kurz ins Studio gehen, wie es hier so aussieht bei Radio Blau. Gleich haben wir im Übrigen Sendung. Mach hier mal ein bisschen leiser. Hier werde ich jetzt gleich stehen und werde die nächste Sendung moderieren, die jetzt in 5 Minuten beginnt. Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Ja, und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich bin's, der Reini, und ihr hört Radio Blau und da genau gesagt die Sendung aktuell heute mal ganz spät am Abend. Und ja, es wird es in der kommenden Stunde geben. Natürlich hier chillige Musik am Abend. Außerdem werde ich hier einen Studiogast haben, jemanden, der Carlos. Und da sitzt schon drüben, den werde ich gleich reinholen. So. Wollen wir jetzt irgendwelche Fragen absprechen oder? Ne, willst du Bescheid? Oder? Also ich will jetzt Bescheid. Ich bin total überrascht, dass du mich jetzt in die Sendung nicht mehr besucht. Du brauchst noch einen Kopfhörer. 25 Sekunden. Okay. Wir hören übrigens gerade Musik von Jamendo. Richtig. Eine Empfehlung von Barberina. Abonnieren. Abonnieren? Barberina macht Tanz zu geiler Musik. Tanzt. Okay. Muss ich mir auch angucken. Es geht los. Es geht gleich los. Ist wieder vorbei? Zurück in der Sendung aktuell und ich habe es eben schon gesagt, keine leeren Versprechungen hier bei Radio Blau. Neben mir sitzt der Carlos, junger Filmemacher aus Leipzig. Hi Carlos. Hallo Reini. Na? Erzähl doch mal den Hörern da draußen, was du filmemäßig gerade eben machst. Ich habe gesagt, du bist junger Filmemacher aus Leipzig. Kann ich das überhaupt so stehen lassen? Oder? Ja, lass es einfach so stehen. Also ich würde sagen, wir machen den dritten Teil von Behind the Door. Also der erste ist voriges Jahr abgedreht worden, Blood Behind the Door. Einfach bei YouTube eingeben. Und Fire Behind the Door ist der zweite Teil. Komplett improvisiert, ohne nachdenken. Wir haben einfach die Handykamera geschnappt und haben einfach gesagt, jetzt geht's los. Okay, und wie bist du auf die Idee gekommen, das Ganze mit einer Handykamera zu machen? Weil da denkt man ja als Normalbürger so, eine Handykamera, da kann man eigentlich nicht wirklich großartig Filme damit machen. Richtig. Man sagt sich einfach, ich habe kein Geld, ich habe keine Kamera. Was habe ich? Ich habe ein Handy. Also aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, und mit dem Schnittprogramm kann man noch aus dem Material ordentlich was rausholen, sage ich mal. Mhm. Und wie geht das jetzt weiter? Machst du weiterhin mit Handykameras Produktion oder? Also direkte Produktion bestimmt nicht mehr. Also vielleicht mal Kurzfilm noch. So mit, ich mache zwar jetzt mit einer HD-Kamera, ich habe jetzt eine HD-Kamera, aber trotzdem wird das richtig dreckig und trashig bleiben. Also mit dreckigen Filter und so, das wird bleiben, das ändert sich jetzt nicht. Also erstmal kein Hochglanz bei mir.
Okay, kein Hochglanz, aber dafür viel Inhalt, nehme ich an. Denn es gibt ja Leute, die gucken sozusagen die Videos ganz gerne. Und wir können ja mal in den Trailer vom zweiten Teil, der da heißt Fire Behind the Door, hier im Radio mal reinhören. Schnell rein und schnell wieder raus. Sie sollen diese Person befreien. Fragen Sie nicht. Tun Sie es einfach. Tun Sie es einfach. Okay. Wenn es durchgelaufen ist, können wir ja nochmal über den dritten Teil reden. Ja. Und dann spiele ich ein bisschen Mucke und dann gucken wir erstmal. Okay? Okay, ja, machen wir es so. Wir haben hier herzlich gelacht. Wenn wir den Trailer sehen, dann müssen wir einfach mal lachen. Es tut mir leid, aber das ist auch wirklich eine witzige Geschichte. Man kann das ja nicht so wirklich ernst nehmen, was man da sieht, oder? Was sagst du dazu? Ich finde das auch nur witzig. Also Machete, Planet Terror, wer auf sowas steht, schaut euch unsere Filme an. Okay, die Leute, die jetzt die Begriffe wie Bitch Slap oder Grindhouse nicht sagen, wie würdest du denen das erklären wollen? Die sollen sich einfach nicht angucken, weil die damit nichts anfangen können. Okay, rigoroser Regisseur hier. wie sieht es denn bei dem dritten Teil aus, bei deiner aktuellen Produktion Nightmare Behind the Door? Da dreht ihr im Moment, da drehst du im Moment und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, worum es da gehen soll im dritten Teil. Und wer den zweiten Teil gesehen hat, schließt er genau an dem zweiten Teil am Ende an. Man weiß, was mit Herrn Sonntag passiert und es gibt einen Gedächtnisverlust. Und während des Films muss er sich wieder zurückerinnern, was passiert ist und alles verborgen aufdecken. Okay. Und die Musik wird ja auch noch kombiniert extra. Diesmal extra selbstgemachte Musik von Hexabout. Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Das ist ja schön, dass es zu dem Film dann auch dementsprechende selbstgemachte Musik gibt. Also alles Selfmade-Produkte hier von Carlos. Ja, ich würde sagen, nach der kurzen musikalischen Pause geht's weiter und du wirst uns noch ein bisschen was erzählen über deine Frauengeschichten und peinliche Situationen in deinem Leben, oder? Ja, da gibt's genug peinliche Situationen. Gut. Vor allen Dingen, wenn man mit irgendwelchen Personen in Berlin ist. Alles klar, dann das klingt interessant. Diese bleibt. Leute können mich nämlich auch mal gerne ins Knie ficken. Bieb, ficken darf im Radio normalerweise nicht gesagt werden. Okay, dann ins Knie. Sag Beischlaf. Ins Knie beischlafen. Ins Knie beischlafen. Schlaft erstmal hier nicht ein, hört noch ein bisschen Musik. Gefickt. Das haben wir jetzt nicht gesagt. Es geht weiter hier mit Ema und Pizzicato. Italienische Musik heute am Abend soll ja auch ein bisschen zum Ausklingen und langsam einschlafen sein. Aber das Programm hier ist nicht zum Einschlafen und nicht zum Stöhnen. Der Carlos ist noch immer neben mir, das bin nicht ich. Also hört mal rein hier in diesen Titel. Viel Spaß. Was soll denn das, Mann? Was denn? So lustig. Es ist nicht lustig, weil es freies Radio ist. Du kannst so eine Scheiße nicht im Radio bringen, Alter. Es geht nicht. Was denn jetzt? Es geht einfach nicht. Du kannst nicht ficken sagen. Es geht nicht. Im Radio kann man doch alles sagen, Mensch. Kann man halt nicht, weil es freies Radio ist. Das kannst du noch nicht mal bei PSR sagen. Das kannst du nirgendwo sagen. Das ist einfach nur Scheiße, echt. Was ist denn das für Scheiße? Was? Weißt du, dass ich jetzt Ärger bekomme, oder was? Mit mir, oder was? Nee, nicht mit dir, sondern mit Radio Blau. Deine Sendung, das kannst du selber. Mach deinen Scheiß alleine. Ich geh jetzt. Mist, ey. Das kannst du nicht an. Thank you.
Zeit noch immer in der Sendung Aktuell. Und es hat hier aktuell auch eine kleine Veränderung gegeben. Der Studiogast ist nicht mehr da. Das heißt also, der hatte einfach einen anderen kurzfristigen Termin und musste seine Wege gehen. Und da lasse ich ihn natürlich auch hier gehen und spiele euch erstmal ein bisschen Musik. Ich habe was rausgesucht von einem bekannten, von einer bekannten französischen Band. Le Changement Gemin. Viel Spaß, wir hören uns gleich wieder. En rang de barde, pas le droit d'être heureux, tout sans fil indienne. Hallo? Sag mal, warum gehst du einfach aus dem Studio, sag mal? Das kann jetzt echt nicht sein. Ich habe hier eine Sendung geplant. Das ist mir eigentlich scheißegal, weißt du, wenn man bei deinem Sender nicht ficken sagen kann, weißt du? Das ist scheiße. Das ist in meinen Filmen, kannst du auch sagen auf YouTube. Ja, ich weiß. Aber das geht wirklich nicht, dass du sowas im Radio sagst. Mensch, ich weiß doch auch nicht. Dann sag sowas erst nicht. Scheiße, okay, ist egal. Kommst du jetzt wenigstens zurück? Kommst du jetzt zurück oder nicht? Ist mir egal, wisst ihr, ich muss jetzt die Sendung noch irgendwie machen. Mach deine Sendung, machst du doch alleine fertig. Ich habe jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit nur Musik zu spielen. Ich hab dich auch irgendwie eingeplant. Ich fahr jetzt nach Hause. Mach deine Sendung. Ja, mach deine Sendung, richtig. Ja, tschüss. Ja, ciao. Je cherche ton chemin. Travailler plus pour gagner plus. Oh oui, mais moi, je suis des. Shit. Oh nee, oder? Fuck! So eine Scheiße, ey. Kann es nicht sein, oder? So, jetzt habe ich irgendwie Licht. Seine Kamera hier liegen, das ist cool. Sehr cool. Scheiße. Nachtsichtmodus. Okay. Geht doch. Ja. Also, shit. Okay, was jetzt echt scheiße ist, ich habe gerade Sendung. Mein Studiogast Carlos ist mir abgehauen und ich, weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich suche jetzt am besten einen FI-Schalter oder einen, wie sagt man so schön, einen Stromkasten einfach. Okay, und ihr seid mit dabei. Ist cool. Ist tatsächlich eine Hilfe, wenn man mal. So, wo hab ich jetzt meinen. Okay, egal. Dann gehen wir einfach mal einen Stromkasten suchen. Sehr witzig, echt.
Das ist scheiße. Das ist in der Küche. Scheiße, das ist wirklich wie in so einem verdammten Horrorfilm, dass man hier mit der Nachtsichtkamera versucht zu sehen, was nicht zu sehen ist. Scheiße, ey, du bist so ein Wichser. Scheiße, okay, was ist, wie siehst du denn aus? Ja, ich wollte dich erschrecken. Was soll ich jetzt ficken sagen? Dir ist schon klar, dass du in meiner Sendung Strom ausgemacht hast. Naja, ist doch deine Sendung, oder? Die kannst du doch ausmachen. Weißt du, wie scheiß sauer ich dir wäre, wenn das hier nicht gefaked wäre? Sind wir Simon Desi oder was? Nein. Also ist das echt, ne? Das ist echt, ja, natürlich. Wir haben uns hier echt gestritten, liebe Zuschauer. Wir haben uns wirklich wahnsinnig gestritten, ja, und sind sehr sauer aufeinander. Richtig, wir hassen uns gegenseitig. Richtig. Ich habe dir deine ganze Sendung versaut. Ich habe meine Sendung versaut. Ich bin total sauer und aufgebracht, wie ihr sehen könnt. Also in mir brodelt es direkt. Also echt. Ja. Dann schlaft gut, ne? Ich mache jetzt meine Sendung, weil ich möchte, bitte, dass du Strom anmachst. So, und du bleibst mal hier und hörst mal drauf, was ich jetzt Schönes übers Radio sage. Ja? Wir sind wieder zurück in der Sendung Aktuell mit Reini und Studiogast Carlos, der kurzfristig für einen Stromausfall gesorgt hat. Ficken darf man nicht im freien Radio sagen und das wird auch so geschnitten. Wir sind zurück. Wir sind zurück in der Sendung und das war alles nur gefaked. An alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr seid einfach nur dumm. Ja, das muss ich ganz klar sagen, ihr habt eigentlich wirklich einen Gehirnschaden und das wünsche ich natürlich niemanden, aber ihr seid verloren. Ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Leben und ja, das war alles nur gefaked. Das war alles nur gefaked. Ejo, ejo, das ist alles total scheiße. Ejo. Okay, also auf jeden Fall machen wir hier mal einen Cut oder so. Was soll ich jetzt noch sagen? Das ist ja nicht witzig. Ich kriege keine Musik so schnell gedacht. Ja, da sind wir wieder zurück. Ja, ich würde sagen, verabschieden wir uns. Ja, verabschieden wir uns. Das war's. Das war das experimentelle Experiment, was wir jetzt heute mitten in der Nacht nochmal so auf die Beine gestellt haben. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht mal einen Kommentar, ob das witzig war oder ob es zu lang war. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist, erst nachdem es im Schnitt war. Richtig. Viel Spaß. Achso, einen Moment noch. Es ist relativ spät, aber wir sagen nicht, wie spät es ist. Ha, genau. Gute Nacht. Ciao. Nach ihm. War ein bisschen besser, ne? Oh, ja, ne, oh, scheiße. Jetzt kriegen sie mit, dass das gefaked war. Oh, scheiße, musst du abschalten, abschalten, abschalten! Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen, yeah! Hey, DJ, spiel das Lied doch mal von vorn, Replay, alle Ladies werden horny, hey! DJ, hey, DJ, spiel das Lied doch mal von vorn, Replay, alle Ladies werden horny, hey! Ciao!